verdient in dieser Welt. Und darum finde ich es noch wichtiger, dass wir versuchen, über den Tellerrand hinauszuschauen und uns auch mal zu empören, trotz unseres Wohlstands oder gerade wegen dieses Wohlstands. Und nicht einfach uns nur Gedanken machen, ob jetzt die Soldaten und so drüber ist. Das können wir ganz einfach entscheiden, wo wir die Bier nicht mehr kaufen. Aber hier müssen wir diskutieren. Hier müssen wir für das Fantastische. Und ich bin der Meinung, die USA sind ein großes Land und wahrscheinlich auch ein stolzes Land. Und die haben der Großstädte im Himmel und Himmel und Himmel und Himmel. Die brauchen nicht die Großstädte zur Grenze der Welt. Die können das Essen dafür. Die können ihre zuckerhaltigen Limonaden dort trinken. Und die haben alle Probleme und brauchen und nicht die können dort mit sich nehmen. Und die haben genug Probleme, die dort vor Ort selbst lösen können. Also liebe Amerikaner, macht euch mal Gedanken, ihr habt hier heute mit der man irgendwo so eine Landmasse verteidigt. Ein Flugzeugträger ist ein Instrument, das seht ihr überall in der Weltpolitik. Ein Flugzeugträger wird eingesetzt, um irgendwo anders, weit entfernt von der eigenen Grenze, politische Interessen durchzusetzen, um Druck auszuüben, um bestimmte militärische Aktionen dort zu unterstützen. Wenn die EU also einen Flugzeugträger fordert, dann soll das keine Verteidigungsarmee werden. Vielleicht doch, vielleicht bin ich da übervorsichtig, aber aus meiner Sicht sind Flugzeugträger keine Verteidigungswaffen. Das sind Waffen, um politische und wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Und wer so etwas fordert, will genau das. Der will die eigene Macht stärken und die Macht der anderen herabsetzen. Und so sollte aus meiner Sicht Politik nicht funktionieren. Und deswegen stehe ich hier, weil ich der Meinung bin, wir sollten aus der NATO austreten und wir sollten ein wirkliches Verteidigungsbündnis fordern, das sich nicht einmischt in die Gesamtpolitik. Denn die Gesamtpolitik dieser Welt muss mit einem extra dafür geschaffenen Gremium koordiniert werden und nicht durch einen Block, der nur die Interessen der einen Seite dieser Welt durchsetzt. Ja, hallo liebe Leute, hallo liebe Berliner, hallo liebe Gäste in Berlin. Wir schreiben heute den 30. März 2019. Wir sind hier an einem historischen Ort, das Brandenburger Tor, das ist das Symbol der deutschen Wiedervereinigung 1990. In meinem Rücken befindet sich die französische Botschaft und vor mir direkt die US-Botschaft. Frankreich und die USA spielen eine wesentliche Rolle im Krieg gegen den Jemen. Wenn ich sage 30. März 2019, dann ist es jetzt gerade 4 Tage her, dass der 4. Jahrestag des saudischen Krieges, des völkerrechtswidrigen saudischen Krieges gegen den Jemen begonnen hat. Ein Krieg, der Tausende von unschuldigen Opfern bisher zur Folge hat. Ein Krieg, von dem 28 Millionen Jemeniten, 22 Millionen Jemeniten, Kinder, Frauen, Männer auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Alle 10 Minuten stirbt ein Kind an vermeidbaren Umständen. Die vermeidbaren Umstände sind fehlendes Wasser, also fehlendes sauberes Trinkwasser, fehlende Nahrungsmittel, Hygiene, die nicht stattfinden kann. Furchtbare Hungerszenen spielen sich im Jemen ab. Frauen müssen entscheiden, welches ihrer Kinder sie ernähren und darüber über Leben und Tod von jungen, unschuldigen Kindern entscheiden müssen. Wenn ihr heute aktuell, beziehungsweise gestern, vorgestern, die Nachrichten in den Leitmedien wie ARD, ZDF gesehen haben, dann war das Thema Rüstungsexporte wieder mal ganz oben auf. Zum Glück wieder mal ganz oben auf. Allerdings muss man die Frage stellen, ob die Inhalte so sind, dass man der deutschen Bevölkerung oder den Zuschauern, den Nutzern von ARD, ZDF eine Bescheinigung ausstellen kann, dass man sagt, es ist eine objektive Berichterstattung. Shut
Also immer da.